Wie erschaffe ich ein positives Mindset in allen Lebensbereichen? Darum soll es hier die nächsten 20 Minuten gehen. Mein Name ist Christina und es ist Walter. Und gemeinsam wollen wir dir wertvolle Tipps geben in den nächsten 20 Minuten, wie auch du in allen Lebensbereichen mehr und mehr ein positives Mindset aufbauen kannst. Also bleib dran! Uns hat wieder eine Zuschauerfrage erreicht. Und zwar fragt ein männlicher Zuhörer und Zuschauer, wie schaffe ich es, ein positives Mindset in allen Lebensbereichen aufzubauen? Womit fange ich denn am besten an? Und wir finden diese Frage mega, weil es natürlich so ein Punkt ist, den der ein oder andere bestimmt auch kennt, dass du das Gefühl hast, boah, ja, in dem Lebensbereich kriege ich es echt schon gut hin, aber in einem anderen Lebensbereich von mir, vielleicht im Thema Fülle oder im Thema Partnerschaft, da erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich doch negative Gedanken habe, dass ich doch irgendwie ganz alte Muster noch lebe und das möchte ich gerne verändern. Insofern geht es als erstes nicht darum, in ein positives Mindset zu kommen, sondern erstmal zu schauen, warum ist mein Mindset denn so negativ? Weil wenn du anfängst, Dinge über etwas drüber zu legen und wegzudrücken, dann ist es immer noch da. Das heißt, unten drunter gärt es und es findet einfach einen anderen Weg in dein Leben. Insofern, dein Mindset ist geprägt von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast und von den Interpretationen aus diesen Erfahrungen. Du hast also irgendwann einmal etwas Negatives in diesem Bereich erlebt. Nehmen wir mal Beziehung, vielleicht die ersten großen Beziehungen in deinem Leben. Konntest du dich auf die verlassen? Konntest du vertrauen? War das hundertprozentig sicher? Wie hat sich Liebe angefühlt? Konntest du Liebe überhaupt spüren? All das sind Themen, die gehen zurück auf die ersten Beziehungen. Und daraus entwickelt sich dann ein Mindset zu Beziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht versuchen, etwas Neues, ganz Positives zu kreieren, ohne das Alte eigentlich mal angeschaut zu haben. Das heißt also, die Übung für heute ist, dass du dich tatsächlich mal hinsetzt und wirklich jeden einzelnen Lebensbereich nochmal anschaust, wie so eine Art Mini-Inventur machst. Du schaust einfach mal, was denke ich so über das Thema Beziehungen? Was denke ich in mir über das Thema Fülle? Was denke ich in mir über das Thema Beruf, Berufung? Was denke ich in mir über das Thema Hobbys? Was denke ich in mir über das Thema Körper, Gesundheit? Ich mit mir. Und dann machst du wirklich so Spalten, wo du einfach mal so runterschreibst. Das heißt, du darfst dir ein bisschen Zeit dafür nehmen, erstmal zu erkennen, was ist denn da so in mir drin an Gedanken, an Überzeugungen. Und die niederzuschreiben, ist wichtig, damit du erst einmal ganz bewusst auf dem Schirm hast, was du da überhaupt denkst. Was denkst du mir über das Thema Frau, über das Thema Mann? Das sind alles solche Dinge, die dann zunächst mal zeigen, was gerade ist. Und zu wissen, was gerade ist, ist super wichtig. Denn jetzt einfach nur ein positives Mindset sich versuchen, irgendwo herzuholen und darüber zu legen, wird wenig bringen. Weil sehr, sehr vieles in dir tatsächlich ganz anders funktioniert. Nämlich nach den Gedanken und den Überzeugungen, die noch tief in dir schlummern, die irgendwo angelegt sind aus deiner Vergangenheit, aus der Kindheit, aus den Erlebnissen, die du hattest. Da wirkt das Ganze sehr viel stärker. Das heißt also, es ist wie so ein 95-prozentiges, sehr kraftvolles Energiewolken-Ausstrahlen, das da die ganze Zeit stattfindet. Und wenn du dann versuchst, 5% bewusstes, neues, positives Mindset darüber zu legen, dann kannst du dir vorstellen, was immer noch sehr, sehr viel stärker wirkt, nämlich das Alte. Deshalb ist unsere Antwort leider wie im Grunde auch vorher schon immer in unseren 276 Folgen, dass du anfangen darfst, erst einmal zu schauen, was war denn noch in mir von früher? Was hat denn das Kind erlebt? Was hat es denn gedacht? Und es hört sich für den einen oder anderen vielleicht langweilig an und er denkt sich, nein, ich will aber nicht zurück in diese blöde Vergangenheit und ich will auch nicht nochmal angucken, was das Kind erlebt hat und was es gedacht hat. Die gute Nachricht ist, dass du das auch nicht alles musst, sondern dass du einfach erstmal schauen kannst, wenn du jetzt aufgeschrieben hast, welcher Lebensbereich wirklich noch, ich sag jetzt mal so, im Argen liegt, dass du genau den wählst und dass du damit beginnst. Denn manchmal ist es auch so, dass ein Lebensbereich, den du primär anschaust, sofort auch etwas an Auswirkungen für die anderen Lebensbereiche mit sich bringt. Das heißt, wenn du dir zunächst mal das Thema Fülle anschaust, dann wirst du sehen, wow, das hat ja Einfluss auf alles andere, was ich so denke. Denn meistens ist so ein Gefühl von Mangel nicht nur in einem Lebensbereich, sondern er beeinflusst auch all die anderen Themen sehr, sehr stark. Das heißt, wenn du da anfängst und wirklich, ja, wirklich fundiertes neues Mindset dir erschaffst, indem du nochmal zurückschaust und erkennst, woran liegt es denn, dass ich das noch nicht habe, dieses Mindset, das ich eigentlich haben möchte, wird es sehr viel Einfluss auf den Rest haben. Und du sagst immer diesen schönen Satz, weil dieses Affirmationen immer wieder wiederholen, damit haben wir auch angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht vor 25 Jahren, okay, schon eine Weile her.
Aber da gibt es einen kleinen Haken daran, wenn ich sage, ja, ich bin schön und ich bin toll und ich liebe das Leben und ich finde mich gut und ich bin reich und was auch immer. Ich lebe in der Fülle und ich wiederhole und wiederhole und wiederhole. Dann hat das auf eine einen Art schon eine Wirkung. Alles, was du wiederholst, alles, was du immer wieder käust, das festigt sich in deinem Gehirn. Weil unser Gehirn, unser Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung. Bis hierhin ist alles richtig. Aber Christina hat so ein schönes Bild und das macht es so eindrücklich. Nehmen wir mal an, hier gäbe es einen riesen Scheißhaufen und du hättest jetzt 3 Flaschen Sprühsahne, die du einfach über diesen Scheißhaufen drüber sprühst und letztendlich kannst du dir schon vorstellen, was irgendwann passiert. Der Scheißhaufen fängt an zu stinken und es kommt von unten hoch, was tief in dir verankert ist. Das heißt also, diese Wiederholungen, ja, die bringen eine Neuausrichtung, ja, das funktioniert, aber wenn da ein großer Scheißhaufen ist, dann dürfen wir den leider wegräumen. Im Sinne von überprüfen, Gedanken überprüfen. Und warum hat dieser Scheißhaufen mehr Wirkung als die Sprühsahne? Das ist die große Frage. Weil diese alten Gedanken tatsächlich diesen unglaublichen emotionalen Impact hatten. Weil du irgendwann als Kind oder vielleicht auch später eine klare Entscheidung getroffen hast. Du sagst, ich bin nicht gut genug zum Beispiel. Und das war nicht einfach mal so, wie du heute deine Affirmationen runterleierst. Nein, das hatte eine richtig krasse, ja, emotionale Seite und eine völlige Klarheit. Du warst total überzeugt davon, dass du nicht gut genug bist, weil du das so interpretiert hast. Und entsprechend ist es wichtig, um ein positives Mindset zu kriegen, müssen wir die großen Scheißhaufen tatsächlich überprüfen und somit lösen, wegräumen. Und dann können wir tatsächlich uns neu ausrichten. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau dieser eine Satz, den du jetzt gesagt hast, dieser Satz von ich bin nicht gut genug, der beeinflusst natürlich, und das wirst du feststellen, wenn du dir die Zeit nimmst, es kurz mal aufzuschreiben, der beeinflusst natürlich jeden einzelnen Lebensbereich. Das heißt, genau diese alte Überzeugung nochmal anzugucken und zu schauen, okay, wann ist die entstanden, wodurch ist die entstanden und wie vor allen Dingen hat die sich angefühlt damals und was hat sie auch bewirkt in meinem Leben? Denn seit wann laufe ich denn mit diesem Satz durch die Gegend? Und du kannst dir es wirklich so vorstellen, dass das die anderen Menschen total wahrnehmen. Der steht dir quasi auf der Stirn geschrieben. Du versuchst vielleicht zwar alles, um den nicht merkbar zu machen für andere, um den nicht sichtbar sein zu lassen, aber tatsächlich ist deine Ausstrahlung sehr, sehr stark geprägt davon. Und das beeinflusst natürlich dann alle anderen Lebensbereiche ganz, ganz intensiv. Wenn du also diesen einen Gedanken erkennst, diese eine Überzeugung, diese eine alte Entscheidung, die das Kind vielleicht schon früh getroffen hat von ich bin nicht gut genug. Und es kann passiert sein durch das kleinste Erlebnis, dass das Kind auf diese Art und Weise sehr wahrscheinlich, nein, hundertprozentig sogar, fälschlicherweise so interpretiert hat, denn keiner ist hier nicht gut genug. Das ist immer nur eine falsche Interpretation des Kindes oder des Jugendlichen, der einfach immer wieder Erlebnisse hatte, die er auf diese Weise miteinander verknüpft hat. Er hat immer daraus geschlossen, auf sich selbst bezogen, okay, dann muss ich wohl anscheinend nicht gut genug sein. Entweder weil er bewertet wurde in der Schule oder weil die Eltern sich getrennt haben oder weil irgendein Kind nicht mit ihm spielen wollte oder weil das Geschwisterchen geboren wurde. Das kann so viele Gründe haben, die dazu geführt haben, dass man als Kind so eine Entscheidung oder so einen Glaubenssatz entwickelt hat, dass man dann fortan immer wieder unterbewusst denkt, glaubt und vor allen Dingen fühlt, dass man nicht gut genug ist. Und das produziert natürlich immer wieder weitere Erlebnisse im Leben, die genau das bestätigen. Das heißt, wenn dann der erste Mobbing-Moment kommt, dann wird das natürlich bestätigt, unterbewusst, immer weiter genährt. Diese alte Einbahnstraße von ich bin nicht gut genug bekommt unglaublich viel, ja, Impact, unglaublich viel auch emotionale Ladung, weil es wird immer und immer mehr bestätigt. Und dadurch haben wir wie so eine Art Energiewolke aufgeladen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten um uns herum ist, die wir aber selber kreiert haben. Und deswegen dürfen wir da nochmal anfangen, eine neue Energiewolke zu kreieren, zu gestalten. Und dafür müssen wir die alte erstmal kennen und nochmal fühlen. Tatsächlich wirklich nochmal fühlen, weil das auch wie in so einer Zellerinnerung in unserem Körper hängen geblieben ist. Der ganze Körper strahlt das aus, in jeder Zelle hängt, ich bin anscheinend nicht gut genug. Und deswegen darf es auch da nochmal wirklich durchfühlt worden sein, damit es sich dann verändern kann. Und warum verändert es sich, wenn wir es nochmal bejahend fühlen? Warum es sich verändert? Ja. Weil der Scheißhaufen kleiner wird. Und weil natürlich diese
Blockade im Körper sich löst. Dieses Gefühl, das immer noch in uns steckt, kann endlich wieder in den Fluss kommen und dadurch erhöht sich die Energie und durch eine erhöhte Energie in uns verändert sich die gesamte Ausstrahlung. Das heißt, ich gehe weg von niedrigeren Schwingungen, denn Schwingungen der Trauer und der Wut und der Ohnmacht und der Scham und der Schuld, die sind niedriger als Schwingungen von Erleichterung, Freude, Leichtigkeit, Lebensfreude, Liebe, Glück, Zufriedenheit. Das hat eine viel höhere Schwingung und alleine wenn ich diese Schwingungen in mir wieder in den Fluss bringe, habe ich eine andere Ausstrahlung, habe ich eine andere Wirkung auf die anderen Menschen. Und es ist dir vielleicht sogar auch schon begegnet, wenn du irgendwie gerade mal so einen richtig guten Lauf hast, wenn du glücklich und zufrieden bist an einem Tag, dann merkst du, dass andere Dinge passieren, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast und damit auch eine andere Resonanz bekommst. Okay, jetzt wissen wir viel über die Ursache, wo kommt es her und wie könnte ich es verändern. Jetzt wollen wir das mal eindampfen auf einen 4-5-Schritte-Plan. Das ist ja immer das, was sich alle wünschen. Gib mir einen Unpack, einen Quick-Fix, wie kriege ich es hin? Und ja, so quick, wie er scheint, ist er vielleicht dann auch nicht, aber es ist ein konstanter Quick-Fix, wo du immer wieder dieselben Schritte gehst. Und das erste ist garantiert das Erkennen von einem alten Mindset, das Erkennen von einem unterbewussten Glaubenssatz. Und warum ist das so schwer? Weil er unterbewusst ist, weil er in deinem Unterbewusstsein sein Unwesen treibt, ohne dass du das weißt, ohne dass du wirklich bemerkst, dass du glaubst, dass du nicht gut genug bist, sondern du fängst immer an, dich zu kritisieren und was weiß ich, was du dann machst, wenn du dich nicht gut findest, aber darunter könnte eben dieser eine knackige Glaubenssatz sein, der all diese Reaktionen in deinem Leben beeinflusst. Also, erster Schritt ist erkennen von einem Glaubenssatz, die verbundenen Emotionen tatsächlich loslassend da sein lassen. So sage ich mal ganz vorsichtig. In dem Moment, wo ich sie loslasse, können sie sich bewegen und dafür sind Emotionen gedacht. Und sie können tatsächlich sich erleichtern. Warum? Komprimierte Emotionen, weggedrückte Emotionen machen uns das Leben schwer. Das sind die ersten beiden, vielleicht wichtigsten Schritte. Und erst wenn das geschehen ist, können wir überprüfen. Wir haben erkannt, wir haben die Gefühle gefühlt und jetzt können wir diesen Glaubenssatz überprüfen. Ist es denn wirklich wahr, dass wir nicht gut genug sind? Natürlich nicht. Und je mehr Beispiele du dir dafür gibst, umso besser. Das waren schon mal die ersten drei Schritte. Was könnten wir noch machen? Jetzt haben wir erkannt, gefühlt und wir haben überprüft. Jetzt geht es zum Neuausrichten. Und jetzt geht es darum, dass du eine klare Richtung vorgibst. Und die Richtung vorgibst wie damals, als du angefangen hast zu denken, ich bin nicht gut genug. Also sagst du jetzt, okay, ich entscheide mich jetzt, ich treffe eine Entscheidung und diese Entscheidung ist nicht irgendeine Nebenbei-Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung deines Lebens sozusagen. Nicht irgend sowas, naja, so ein bisschen mehr Selbstliebe, okay, das machen wir jetzt. Nee, du gehst wirklich mit deiner ganzen Energie rein und sagst, okay, ab jetzt ändere ich das. Ich werde eine neue Entscheidung treffen, nämlich mich wertzuschätzen, mich zu lieben. Und der letzte Schritt ist, nicht nur das zu entscheiden, sondern, wer kann sich das vorstellen, es zu leben. Wirklich zu leben. Und zwar am selben Tag. Und zwar auf eine Art, dass du es wirklich spürst, dass es dich herausfordert. Weil es werden Dinge sein, die dich herausfordern. Es ist nicht einfach so mal eben, sondern es ist etwas, was dich herausfordert. Und wenn du diese 5 Schritte gehst, konstant, immer wieder, wird sich auf jeden Fall dein Leben verändern. Garantiert. Ich finde, beim 5. Schritt kannst du dir sogar eine kleine Unterstützung holen, indem du dir deine neue Entscheidung aufschreibst und vielleicht den Aspekt, das, was du dabei fühlen möchtest, dass du dir das auch aufschreibst. Zum Beispiel, du entscheidest, ich bin gut genug. Also ist das, was du da mit erleben möchtest, auch mehr Selbstliebe. Jetzt hast du dein kleines Kärtchen, auf dem steht Selbstliebe. Und damit gehst du in den Tag. Und in jeder herausfordernden Situation, die da kommt, erinnerst du dich an deine Entscheidung, an dein Kärtchen, auf dem der Aspekt steht, den du fühlen möchtest. Mehr Selbstliebe. Und wenn dann was Herausforderndes kommt, erinnerst du dich, heute mein Tag soll mit mehr Selbstliebe erlebt sein. Und besonders wenn es herausfordernd wird, holst du dieses Kärtchen raus und schaust, was du jetzt in diesem Moment tun kannst, um deine Selbstliebe auch in herausfordernden Momenten zu stärken, zu leben, wirklich zu zelebrieren, mehr und mehr, Schritt für Schritt. Das heißt also, es geht darum, dass du Schritte machst, die deinem neuen Ich, deiner neuen Entscheidung zuträglich sind und ihr entsprechen.
Und dass du auch sehr achtsam bist darin, wann du zurückfällst in alte Muster. Und das wird natürlich am Anfang vielleicht erstmal geschehen, denn du kannst dir das so vorstellen, du hast wirklich über 30 oder 20 oder 10 oder 15 oder 40 oder 50 Jahre, je nachdem wie lange du schon diesen alten Glaubenssatz hattest, das alte Ich gestärkt, täglich gestärkt, wie in einem Fitnessstudio, in dem du immer die gleichen Muskeln trainiert hast. Jetzt möchtest du aber neue Muskelpartien trainieren. Und das braucht ein bisschen. Das fühlt sich auch erstmal nicht so wohlig und bekannt an, wie die alten Muskelgruppen, die du immer trainiert hast. Das läuft nicht so locker easy durch, sondern du merkst, es kostet manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit und auch Anstrengung und manchmal sogar ein bisschen Überwindung, genau diese Muskelgruppen zu trainieren, weil du das ja noch nicht so gut beherrschst. Also, und ich finde das mit dem Kärtchen schön analog. Es gibt auch die digitale Variante, nämlich es zum Beispiel auf dein Smartphone als Startbildschirmbild einzurichten. Da könnte draufstehen irgendwas, was auch unverfänglich ist, wo nicht jeder drauf guckt und denkt, was ist denn das? Aber dass da ein Wort steht, das dich jeden Tag erinnert. Okay, stimmt. Ein Symbol dafür. Ein Symbol, ein Herz oder ein Schmetterling, Love Yourself oder genau, ein Bild, sodass du, wenn du das eine Mal von diesen 400 Mal, die du am Tag auf dein Handy schaust, dass du tatsächlich jedes Mal dich wieder daran erinnerst. Überleg mal, wenn du dich 400 Mal erinnerst. Stell dir vor, Christina würde dich 400 Mal erinnern. Ey, du wolltest eigentlich Selbstliebe leben. Hallo. Dann würde was passieren. Und genau dafür ist diese Übung da. Lass keinen Schritt aus. Geh diesen Weg und es wird sich auf jeden Fall etwas verändern. Warum? Weil deine Ausstrahlung, deine Energiewolke, wie Christina gesagt hat, sich verändert und das hat eine andere Auswirkung auf die Welt. Und so wirst du immer mehr ein positives Mindset in allen Lebensbereichen erschaffen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut und wir freuen uns natürlich, wenn du hier auf Instagram uns folgst und jede Woche einen neuen Impuls hörst, eine neue Idee hörst. Und ja, wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag mit dieser Übung. Bis bald. Tschüss.